Freunde, rein in die Shorts. In der Pizza, aber mit YouTuber-Namen. Alle Kinder streiten sich normal, außer Paluten, der will den Kindergarten direkt nuken. Hier kommt gleich eine Atombombe. Und zwar von mir. Ja, den Typen kenne ich nicht. Kinder fahren am Unfall vorbei, außer Ceo, der macht ein Video. Das geht aber gar nicht klar. Alle Kinder. Hat sie das gereimt? Werden von ihren Eltern abgeholt, außer Julian Bam, der steigt in den verdunkelten Van. Warum checkt das niemand? Das ist eine Falle. Wir haben keine Süßigkeit. Alle Kinder mögen Tordi, außer Basti, der hasst ihn. Der war halt echt kreativ. Alle Kinder haben Freunde, außer Revi, den mag keiner. Spaß. Oh. Die gefährlichsten Städte Deutschlands. Frankfurt ist Nummer 2. Als ob es nicht Nummer 1 ist. Aber was ist denn die gefährlichste Stadt in Deutschland? Berlin. Berlin ist Nummer 1. Ah, krass. Berlin ist gefährlicher als Frankfurt. Ich dachte, Frankfurt ist immer unterwegs. Ah, Neukölln. Ich kenne mich da aus. Ich kenne die Jungs. Bremen. Bremen? Als ob. Ich weiß nicht, was für eine Statistik die genommen haben. Dann ist wahrscheinlich Hamburg auf Platz 4. Und auf Platz 3. Nee, München ist über. München ist nicht gefährlich. Ja, ich mach 5 von 5. Hamburg. Hamburg ist nicht drin. Ah, krass. Dortmund vielleicht. Gelsenkirchen. Ist nicht drin. Beginnt mit H. H? Hannover. Hanau. Mit H. Brauch weiter. Halle. Halle ist Nummer 4. Habe ich eigentlich. Halle? Ist gerade gemeint, aber. Ja, beginnt beide mit dem H. Ja. Hanse Merkur. Doppel-N. Oh mein Gott. Hannover. Hannover ist Nummer 3. Interessant. Entweder oder ultraschwierig. Gegen 5 30-Jährige kämpfen. Oder gegen 30 5-Jährige kämpfen. Ja, gegen 30 5-Jährige. 30 5-Jährige kämpfen, easy win. Keine Ahnung, glaube ich. Immer überarbeitet sein oder nie etwas zu tun haben. Immer überarbeitet sein, das bin ich schon jetzt gefühlt. Oh, nie etwas zu tun zu haben. Was? Macht niemand? Alle wollen faul sein? Betrügen. Oder betrogen werden. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Hä? Erst die Milch. Oder erst die Cornflakes. Erst die Cornflakes. Erst die Cornflakes, natürlich, hä? Ganz klar. Die Heilung für Krebs finden. Oder im Lotto. Ja gut, aber was? Warte mal ab. Im Lotto gewinnen? 5 Euro sind auch ein Lotto gewinnen. Ich mach Krebs. Die Heilung für Krebs finden, hallo? Ja, okay, das stimmt nicht. Ja, okay, scheiß drauf. Wirklich, die Leute sind gottlos. Alleine auf einer Insel gestrandet sein. Oder mit jemandem, den du hast, auf einer Insel gestrandet sein. Dann bin ich ja lieber alleine auf der Insel. Ich glaube, mit jemandem, den man hasst. Weil? Hä? Weil wir sind soziale Wesen. Ja, aber wenn ich den nicht mag, dann habe ich auch keinen Bock auf den. Und ist mir egal. Und jetzt geht's nicht darum, du könntest ihn ja auch vielleicht irgendwann mögen. Nee. Tut mehr weh. Über Glas laufen oder sich den Finger brechen. Oh, Alter, ich. Ja, glaube ich auch. Füße weh. Über einen Kaktus lecken oder dein Trommelfeld platzt. Ich glaube, ein Kaktus ablecken tut mehr weh als Trommelfeld. Ja. Das ist ja nur eine Trommel. Ja, ja. Beim Arschbolzen. Ball gegen Arsch oder gegen Wade? Wade. Ja, ja, würde ich auch sagen. Arschfetzen, da tut nicht so weh. Beziehungsweise ganz mies ist auch, wenn du nicht so richtig den Arsch runter machst und das dann so auf den hinteren Oberschenkel klatscht. 100%. Verbluten oder ersticken? Ersticken, weil da kriegt man keine Luft mehr. Roller gegen Knöchel oder Hand einquetschen? Roller gegen Knöchel ist echt dirty. I need to go into a bottle. Faster. Okay, lighter. No, this one is too small. Yeah, that's nice. Als ob. Nice. That's how we do it. Das ist ja cool gemacht. Okay, turn it off. Yep. Let's go. Das ist irgendwie cool. Wie hier etwa das iPhone aus der Zukunft? Im Netz kursieren einige Videos und Fotos von dem transparenten Smartphone. Angelehnt an das aus der Serie Henry Danger. Aber bevor ihr euch jetzt Sorgen macht, wie oft man es wohl suchen müsste, hier die Entwarnung. Es handelt sich dabei nämlich einfach nur um einen Greenscreen, den man als Hintergrund einstellt, um ihn dann geschickt für diese Clips zu nutzen. Es sieht trotzdem geil aus. Ich glaube aber eher, dass wir irgendwann so eine Art Chip hier so haben. Weißt du, dass wir den so bip bip. Und dann haben wir das alles so auf dem Auge drauf. Das glaube ich schon eher. Hier ist ein Streich, der eure ganze Schule für einen Tag aus der Bahn wirft. Ja, einfach anzünden. Nein, macht's nicht, Leute. Nein. Also bitte nicht. Nein. Als erstes erstellt ihr Zettel, auf denen steht, für eine Ankündigung treffen sich bitte alle Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte um 8 Uhr in zum Beispiel der Turnhalle oder Aula. Damit die Zettel möglichst realistisch wirken, solltet ihr diese nicht handschriftlich erstellen, sondern die... Das klingt schon nach einem Verweis. So, ja, du kannst doch nicht einfach überall da so Zettel dran machen und so weiter. Total auf... Dass es so offiziell aussieht, als wenn der Schuldirektor oder so das erstellt hätte. Schreiben und ausdrucken. Und wählt am besten einen Zeitpunkt in der ersten Stunde, nicht, dass die Lehrkräfte vorher miteinander sprechen und merken, dass da was nicht stimmt. Verteilt die Zettel im gesamten Schulhaus und wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr euch entspannt zurücklehnen und bei der Verwirrung
zusehen. Ja, ich sag Schulverweis. Besserer Titel wäre, wie kriege ich am dümmsten einen Verweis? Eieiei. How to fly from the Schule. Okay, guck, dachte ich mir. Auf diesen Flitzer. Er hatte eine Mission. Vorsichtig klettert deine Hunden, bis er den Boden erreicht. Und sprintet dann an der ersten Security vorbei. Er rennt über das gesamte Feld und sucht nach... Und tatsächlich schafft er es auch... Ja, ich weiß nicht, was ich von Flitzern halten soll. ...an der zweiten Security vorbeizukommen. Ehrlich, wird aber kurz vor der Kabine gestoppt. Folgt für mehr so Clips. Weil der kann ja auch Messer dabei haben. Das hier ist die seltenste Konsole der Welt. Sie nennt sich Nintendo PlayStation und wurde im Jahr 1992 ganze 200 Mal produziert. Moment, hast du gerade Nintendo PlayStation gesagt? Ja, ja, die haben mal zusammengearbeitet. Ja, das war nämlich damals ein Ding. Zwar waren alle diese Stücke nur ein Prototyp, aber beinahe hätten sie es in den Verkauf geschafft. Wie wir alle wissen, beschloss Sony aber, ihr eigenes Ding zu machen und produzierten daraufhin die PlayStation 1. Was aber das Faszinierende an der Nintendo PlayStation ist, dass sie vor einigen Jahren um $360,000 verkauft wurde. Der Mann Terry Diebold hatte die Konsole nämlich von einem Ex-Sony-Mitarbeiter im Jahr 1992 um $75 erstanden. Das ist eine Steigerung von ganzen 479.900%. Also für 360.000 würde ich das Ding auch verkaufen. Fahr doch weiter! Hast du nie einen Unfall in deinem verranzten Leben gesehen? Schau, dass du Meter machst, bevor ich deine Mutter panier! Nicht beleidigen, das ist nicht gut, okay. Hey, fahren Sie weiter. Gaffer, oh Mann, Alter, die dann da so beim Unfall, wenn du zum Beispiel auf der Autobahn bist, irgendwie Stau und so weiter, und die Leute fahren dann plötzlich so langsam, weil sie dann nochmal ein bisschen gaffen wollen. Springt er da jetzt rein? Okay, das war schon ganz cool. Junge, wo ist das? Irgendwo in Thailand oder so? Dazu. Die erste Übung ist eine Schussübung. Ich will euren Abschluss sehen. Ich beginne. Was? Was schaust du so, Fernando, ha? Hey, beruhig dich. Dilara, beginn jetzt. Sag mir nicht, was ich tun soll. Oh ja. Ich sag, Dilara ballert den jetzt rein. Okay, Baby, gehör. Stell dir einfach vor, du bist Cristiano Ronaldo. Easy. Die ist ja mega scheiße. Katastrophal. Welcher Hund hat diesen Ball mitgenommen? Der ist kaputt. Die Lara, du hast den Ball selber mitgenommen. Der Ball ist schuld. Der Ball. Fernando, du bist. Okay, Trainer. Ich glaube, er ist richtig gut. Also Mohi, tatsächlich im Fußball. Ich glaube, der weiß, wie man kickt. Du Hummelschlunze. War ein saftiger Schuss. Bravo. Ich war weiter weg vom Tor, er schummelt. Ja. Ach Mensch, da ist Paletto wieder, Alter. Zack. Boah. Stell dir vor, du musst nur ein kleiner Fehler und dir fliegt das Fahrrad weg und du, zack. Junge. Mathelehrer von ehemaligen Schülern überfallen. Ey, ich kann mir sogar vorstellen, dass das mal passiert ist. Ob nun zufällig oder geplant. So sieht aber man sich wieder, Herr Mathelehrer. Jeremy, bist du es? Ja, genau. Ihr Lieblingsschüler. Schön, dich mal wiederzusehen, nicht? Und jetzt einmal her mit Ihrem Handy. Ich glaube ja nicht, dass du damit was anfangen kannst, nicht? Ich glaube, du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Das ist ein Taschenrechner und kein Handy. Du warst ja im Matheunterricht öfter mal die Kreide hoch. Also gut, dann her mit Ihrem Geld. Hier hast du mein ganzes Geld. Aber du darfst es nur behalten, wenn du mir auch sagen kannst, wie viel da drin ist, nicht? Das sind ja nicht mehr als 10 Euro. Das gibt eine 6, nicht? Das sind nämlich genau 100 Euro. Ah, Mist, jemand hat die Polizei gerufen. Ich muss hier weg. Oh, ist das schwer. Weißt du was? Behalt doch dein scheiß Kleingeld. Hättest du mal damals im Matheunterricht besser aufgepasst. Ja, sorry. Was würdet ihr machen, wenn ihr nachts aufwacht und feststellt, dass ein Einbrecher in eurem Haus-Wohnung herumspaziert? Das ist tatsächlich mal passiert. Aber das ist jetzt wirklich Real Talk. Damals war ich bei einer ehemaligen Freundin zu Besuch. Und dann sind tatsächlich in der Zeit, die haben in so einem Haus gelebt, Leute eingebrochen. Das war letztlich so ein Haus und da war noch so eine Praxis direkt mit angeschlossen. Das gehörte alles so zusammen. Und sie hat Hockey gespielt. Dementsprechend hatte sie unten auch so einen Hockeyschläger, den ich mir dann genommen habe. Alter, ich hatte so Schiss. Mein Herz hat so gepocht. Und dann habe ich aber so, hey, 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 weil ich hatte wirklich so Panik. Ich hing dann da so mit diesem Hockeyschläger, sie hinter mir. Und die sind dann aber auch getürmt. Haben auch, glaube ich, nicht wirklich was geklaut. Es war nur vorne die Tür zur Praxis leicht aufgebrochen. Aber es war so ein älteres Reetdachhaus. Und
da war, also kein Wunder, da wäre ich auch eingebrochen, so leicht wie das war. Aber auf jeden Fall, ja, jugendlicher Leichtsinn, ich bin in Attacke-Mode gegangen. Wenn du Geld gefunden hast, sag Bescheid, ich hab nämlich keins mehr. Den nackten Mann, das wird ihn aus dem Konzept bringen. Ja. Natürlich erstmal Anzeige erstatten und dann fragen, ob er den laminierten Aushang nicht gelesen hat, auf dem steht, dass Einbruch verboten ist. Ich ziehe einen Strumpf über mein Gesicht, nehme eine Taschenlampe und gehe zu ihm und sag, bin schon seit 20 Minuten gut. Hier. Hier gibt's nichts zu holen. Ja, ich denke mir immer, mein PC, das wäre tatsächlich das Einzige. Das hat mich in Deutschland schwer irritiert. Gesundheit! 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 Gesundheit. Ja. Wir sagen in Japan nichts. Es wird ignoriert. Man fragt dann höchstens sowas wie Kase. Geht's dir gut? Bist du erkältet? Daijoubu. Alles okay. Mehr aber auch nicht. Japanisch ist ziemlich einfach. Oder? Ja, aber ich finde es eigentlich ganz gut. Ich habe aber mal gehört, dass man eigentlich nicht Gesundheit sagt, sondern dass man das irgendwie ignoriert. Aber ich finde es eigentlich, wenn einer sagt, oh ja, Gesundheit. Besonders cool finde ich es an sich, wenn man so irgendwo in der Öffentlichkeit niest und irgendjemand sagt so random, oh ja, Gesundheit, oh ja, danke. Weiß nicht, ja, sorry, bin komisch. Das hier sind die letzten Aufnahmen vom chinesischen Flussdelfin, bevor er ausgestorben ist. Man nannte die Tiere auch Baiji. Sie waren im Yangtze-Kiang zu Hause, dem größten Fluss von ganz China. Diese Delfine hatten einen ähnlichen Körperbau wie südamerikanische Flussdelfine und wurden mit 2,4 Metern und krass, diese Schnauze. Ja gut, der war wahrscheinlich dann irgendwie so dirty. Bis zu 160 Kilogramm auch ähnlich groß. Sie waren aber nicht rosa, sondern blassgrau und auf ihrer Unterseite sogar komplett weiß gefärbt. Weil ihre Augen ziemlich schwach waren, mussten sie Echoortung einsetzen, um Beutetiere fangen zu können. An Fossilfunden kann man sehen, dass die Baiji bereits seit 20 Millionen Jahren im Yangtze lebten, bis die Menschen ihren Lebensraum zerstörten. Ja. Die direkte Jagd hat zwar auch einige Opfer gefordert, aber zum Aussterben der Baiji hat vor allem die Verschmutzung des Flusses geführt und häufige Kollisionen mit Motorbooten, von denen im 20. Jahrhundert immer mehr auf dem Yangtze-Kiang unterwegs waren. Andere Baiji haben sich in den Fischernetzen verfangen und wieder andere wurden versehentlich beim Angeln nach riesigen Stören gefangen. Das letzte Exemplar verendete 2002 im Institut für Hydrobiologie. Ihr konntet mir einen Minecraft-Skin erstellen und es wurde eine Menge eingereicht. Schauen wir mal nach. Digga, was ist das denn? Ja, aber das ist doch kein Minecraft-Skin. Bro-Skin. Okay, ja, nice. Aber ja. Ich habe halt leider keine roten Haare. Lol. Ja, sieht stabil aus, aber halt überhaupt nicht wie ich. Das kommt dem Ganzen schon viel näher. Digga hat sogar mein T-Shirt übernommen. Sehr sick. Eine Menge von euch haben aber kommentiert, dass ich Norman fragen soll. Stimmt, der macht richtig gute Minecraft-Skins. Ob er mir einen Skin machen kann. Deshalb habe ich ihm auf Instagram geschrieben. Damit er es aber sieht, markiert ihn in den Kommentaren und teilt das Video. Ich glaube, der wird was Geiles bauen. Top 3 der Lügen über Schwerter. Erste Lüge. Krieger trugen ihre Schwerter auf dem Rücken. Wenn man nicht gerade ein wirklich kurzes Schwert hat, kann es passieren, dass man seine Waffe nie ziehen wahrscheinlich kann so und vorne. Lächerlich wirkt. Vorne und wenn man ein großer Krieger ist, will man nicht lächerlich aussehen. Zweite Lüge. In den Kämpfen wurde nur das Schwert benutzt. In Wirklichkeit waren die Kämpfe nicht so super kodifiziert, wie man es in den Filmen sieht. Die Krieger kämpfen zwar mit dem Schwert, aber sie schubsten sich gegenseitig und kämpften mit den Händen wie die Wilden. Gleichzeitig gibt es keine Regeln, wenn man um sein Leben kämpft. Dritte Lüge. Hey. Ja, klar. Langschwerter sind schwer. In Wirklichkeit waren sie zwar nicht die leichtesten Waffen, aber das typische Langschwert wog nur 2 Kilogramm. Außerdem waren sie viel handlicher als ein Einhandschwert. Finde dein Schwertreplikat auf legendäresschwert.com. Jetzt will ich auch ein Schwert, Alter. Ja, mir ist auch schon mal der Controller aus der Hand gefallen. Und ich gehe jetzt mal die Reste von dem Controller einsammeln. Leute, das war's für heute. Lasst gerne ein Like und ein Abo da.